Hey! Sag mal, habt ihr den Bergmann gesehen? Ich krieg noch Kohle von dem. Wie Kohle? Ja, Geld. Der wohnt ja über uns. Geh doch mal hier die Straße rechts rein, runter. 3 Kilometer geradeaus über die Landstraße und dann links. Vielleicht ist er ja da. Verkauft Heroin. Okay. Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer mit Dennis und Benny Wolter. Hallo Leute. Ich sag's nicht mehr. Ich bin zu blöd. Hi, grüß dich. Moin. Alles gut? Yo. Was gibt's heute Schönes? Du liebst Zuckerglasur, du liebst fettigen, gehaltvollen Boden und du liebst dicke, fette Erdbeeren. Deswegen habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für dich. Ja. Magst du eine? Nach dem Urlaub würde ich gerne dieses Stück Kuchen probieren. Lass einfach offen stehen. Nach dem Urlaub? In 4 Wochen probiere ich es gerne. Der Kommentar der Woche kommt von Brian Dotsky und er hat geschrieben, ihr seid geiler als ganz YouTube Germany. Da können wir jetzt nicht so beipflichten. Das ist die Wahrheit. Der Wahrheit. Okay. In der letzten Woche wurde KuchenTV verurteilt. 32.000 Euro wegen Volksverhetzung. Hier seht ihr das passende Video dazu. Erst ist der Kanal weg, ja, dann ist er wieder da, dann kommt wieder so eine Anklage, ist ja schon die zweite. Kaum macht man in Deutschland den Mund auf, ist man direkt der Boomer. Ja. Da sagt man mal irgendwas, haut auf den Tisch und findet Sachen witzig, die vielleicht die Allgemeinheit nicht witzig finden. Und schon, es ist wie in Russland, dann wird einem das Maul verboten. Genau. Was sagt ihr dazu? Findet ihr die Strafe für KuchenTV berechtigt oder sagt ihr, nö? No way. Letzte Woche wurde in deutschen Grundschulen der Großalarm ausgelöst. Ja? Dagibi wurde mit einem Schwangerschaftstest gesehen. Mittlerweile ist durchgesickert. Das war wahrscheinlich alles nur ein Gag für ein Video wahrscheinlich. Und der Test war gar nicht für sie. Und jetzt, lieber Dennis, frage ich mich, für wen war denn dann dieser Schwangerschaftstest? Leni Marie vielleicht? Oh, jetzt sagt ihr euch sicherlich, boah, puh, die ist doch erst 13, ja? Pff. Ist doch egal. Die meisten Teenies sind in dem Alter schon 3-mal geschieden und beziehen Frührente. Finde ich absolut geschmacklos, wirklich. Der Begriff ist ein Kind, Benny, ist ein Kind. Ja. Der Begriff Teenie-Mutter ist mittlerweile noch integrierter als die meisten, die uns gerade zuschauen. Liebe Leni Marie, falls du wirklich einen Brat in der Röhre hast, dann schreib uns einfach bei Twitter an und wir werden dir sicherlich helfen. Wir haben ein paar gute Tipps für dich. Ihnen hat der Witz nicht gefallen? Scheißegal. Den Rundfunkbeitrag bekommen Sie trotzdem nicht zurück. Dennis, ich habe eine Quizfrage für dich. Welche der folgenden Szenarien ist am realistischsten? A. Mr. Trashpack knackt nächste Woche die 1 Million Abos. B. Commander Krieger knackt nächste Woche die 1 Million Abos. C. YouTube löscht ein Video von Katja, weil es zu pornografisch ist. Oder D. Dagi Bibi sucht uns. Was ist für dich am realistischsten? Sag mal so, der Commander Krieger macht durch seine Tauchdokus schon gute, ja, Klicks. Deswegen, das wäre auch mein Favorit. Also willst du B einloggen? Katja ist ja unmöglich, weil Katja darf ja auf YouTube ja alles. Genau, deswegen würde ich es auch. Ich würde B einloggen. Commander Krieger natürlich. Wir loggen es mal ein. Höff. Das ist falsch. Es wurde tatsächlich ein Video von Katja gelöscht. Im gelöschten Video hat sie eine Orgasmusmaschine benutzt. Und das hat YouTube wohl nicht gefallen. Und um Unwahrheiten vorzubeugen, ich war nicht im Video. Als Orgasmusmaschine. Versteht ihr das? Danke. Hat YouTube Katja jetzt auf dem Kicker und löscht all ihre Videos? Ja, muss jetzt ihre sexistische Art zurückschrauben? Wir beide hoffen es natürlich nicht. Was wäre YouTube Deutschland ohne Katja Krasavice und ohne ihren geilen, heißen Content, ja? Und wer soll denn jetzt die Aufklärung übernehmen? Etwa der WVP-Präsident Jan Winter? Gib dir meinen Schwanz, nicht so einfach. Normal bist du immer direkt gevögelt worden, weil alle Haare reinstecken. Und dann kommt einer an. Wie ich, der sagt, ja komm, ich kreis mal mit meiner Eichel schön um die Öffnung und dann schiebe ich ihn mal so einen halben Zentimeter rein und ziehe ihn wieder raus. Und nochmal einen Zentimeter rein und wieder raus. So mache ich es auch, ja, ganz schön fies, ne, von mir im Winter. Und das ist der WVP-Präsident. Finde ich auch viel zu niveaulos. Also, liebe Freunde, wir müssen Katja hier am Leben erhalten. Wir sind pro Katja. Und deswegen geht jetzt auch die Kommentarfrage an euch. Seid ihr pro Katja, dann schreibt Hashtag pro Katja in die Kommentare. Und seid ihr kontra Katja, dann schreibt Hashtag kontra Katja. Und bitte mit Begründung, ja, warum seid ihr für sie und warum seid ihr gegen sie. Schau dir mal diese dicken, prallen Erdbeeren an. Ja. Das ist ein Knaller. Richtig. Geh mal hin. Immer muss ich aufstehen. Bist du festgekettet oder was? Festgewachsen. Ja, glaube ich ab. Auch. Oh, wer ist da denn? Oh, Dennis, hast du hier Schlüssel für die Handschellen? Hatte ich mal mehrere von, sind alle rektal eingeführt worden. Okay. Habe ich leider keinen mehr. Wenn jemand kommt, ja, du hast mich nicht gesehen. Ja? Okay, Bescheid. Viel Spaß noch. Du hast ja Blut überall, ja, an deiner Hose.
Grüß mal. Nachdem wir erfolgreich das Thema Katja in die Sendung eingewoben haben, kommen wir mal zu den richtig wichtigen Themen, und zwar das UFO. Also wenn ich an das Wort UFO denke, dann fällt mir zuerst das Hauptfortbewegungsmittel von Sascha Koslowski ein. Und dann fällt mir natürlich die geile WG ein mit Hilvi, Sturmi, erzähl weiter, Easy. Diese UFO-Idee war anfangs ja total schön. Erfolgreiche Let's Player, ja, die mieten sich gemeinsame Büroräume und machen geile Videos zusammen, together. Doch dieser Traum ist nun endgültig geplatzt. Revi, der zieht aus, Sturmi zieht aus und Easy baut den perfekten Unterschrank. Der ist aber auch perfekt, also wirklich, wirklich. Ganz nah an der Perfektion. Ich liebe die Easy-Unterschrank-Videos tatsächlich. Wer ist denn schuld am Auszug von Revi und Sturmi? Wer ist schuld? Ihr seid schuld. Ja. Ihr durchgeknallten Fans, ihr seid schuld. Guck mal, was der Revi gepostet hat. Da sind wirklich Leute vor der Tür. Hier, die brüllen, die machen da Palaver, die gehen zum UFO und stellen sich davor und rufen: Revi, du Spasti. Kein Wunder, dass dann diese tollen Gaming-YouTuber keinen Bock mehr drauf haben. Und wenn ich ein Unterschrank wäre, ich hätte auch keinen Bock mehr darauf, da zu stehen. Manche Fans sind schon bis ins Treppenhaus vom UFO vorgedrungen, bauen sich da einen Tippi aus den geklauten Briefen von Sturmi, Izzy, Revi und Co. Nun ist natürlich meine Frage an euch: Seid ihr auch traurig, dass das UFO zerbricht? Was sagt ihr zu diesen durchgeknallten Fans? Findet ihr das gut, schlecht? Seid ihr vielleicht selbst welche davon? Schreibt bitte, wenn ihr es seid. Dann werden wir euch nämlich anzeigen. Und wenn ihr auch schon mal den perfekten Unterschrank gebaut habt, schreibt uns auch mal, schickt uns eine Mail an unsere Adresse. Und auch kein Foto. Ein Foto von Unterschränken. Foto? Weil der perfekte Unterschrank, das weiß Easy, das ist wirklich das halbe Leben. Wir gehen in die Endcard in 3, 2, 1, go. Morgen um 17 Uhr gibt es die 5 gruseligsten Verschwörungs-YouTuber. Da haben sich wirklich bei mir die 10 Nägel nach innen und nach außen gleichzeitig gerollt. Cool. Am Freitag um 17 Uhr die Malwanne im Talk. Das ist die, die im absoluten Hype ist. Cool. Und am Sonntag um 17 Uhr, Mensch, Flying Uwe im Hater-Interview. Cool, cool, cool. Liebe Freunde, auf Worldwide Wiedersehen und ein muskulöses Farewell. Ey! Für mein scheiß Geld! Ich box euch alle um!